Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war bei Action und habe 4 Produkte mitgenommen, die ich euch ganz schnell einfach zeigen wollte. Es sind 2 Produkte dabei, die ich super interessant finde, die für den einen oder anderen vielleicht auch interessant sein könnten. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal am Anfang. Und zwar ist das von der Firma Skin Bliss dieses Produkt hier. Das ist ein Clay Stick. Und es ist eben eine Gesichtsmaske, die man einfach ja, mit diesem Stick aufträgt. Und das ist jetzt hier eine Variante, die soll eben für Mischhaut bzw. für unreine Haut sein, soll eben so ein bisschen das Hautfett entziehen, bzw. halt ja, Talg und sowas. Einmal die Variante. Und dann gibt es aber auch noch eine Variante, die die Haut so ein bisschen pflegen soll. Und die ist eben dann auch mit Kamille. Und das sind eben so Sticks. Ich hatte die natürlich auch schon draußen, nachdem ich sie gekauft habe, weil ich das einfach sehr interessant fand. Das Ganze sieht dann hier so aus. Unten kann man das hier quasi hochdrehen. Und so sieht dann das ganze Produkt hier einmal aus. Also hier sieht man eben dann den Inhalt des Sticks. Das ist halt eben so eine ja, Masse einfach. Das ist das hier. Riecht auch eigentlich ganz angenehm. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt vom Geruch her. Aber es riecht ganz angenehm. Und werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also da bin ich super gespannt. Falls ihr da auch eine Review zu haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, die beiden durften einmal mit. Und finde ich super interessant. Ebenfalls für mich neu habe ich entdeckt hier diese The Beauty Department Avocado Maske. Ich glaube, die ist jetzt neu im Sortiment. Zumindest habe ich die noch nie gesehen bei meinem Action. Ja, wie gesagt, Avocado Nourishing. Ich bin nicht so der Avocado-Mensch, aber ich teste eigentlich alle Sorten von diesen aus, weil ich die eigentlich immer ganz gut finde. Und ja, einmal das. Und dann gibt es ja jetzt so eine neue Reihe von Action. Da gab es ja schon Kürbis und es gab manchmal auch Granatapfel. Und ich glaube, beim Mango gab es. Und jetzt gibt es Passionsfrucht. You're My Passion Fruit. Das ist ein Duschgel. Ja, 500 ml. Musste einfach mit. Ich habe tatsächlich auch dran gerochen. Und es riecht echt toll. Ja, richtig schön fruchtig. Eben nach Passionsfrucht. Richtig, richtig schön. Gefällt mir echt gut. Deswegen durfte es mit. Und ich kann mir das eventuell auch gut als Seife vorstellen. Also das sind 500 ml. Das hat gekostet 1,39 Euro. Also das kann man auch, denke ich, gut als Seife einfach verwenden. Ist ja auch nichts anderes ungefähr wie eine Seife. Also ich denke, das kann man gut verwenden auch. Aber ich werde das auf jeden Fall mal als Duschgel testen, weil der Duft ist echt schön und ich hoffe, dass es auch unter der Dusche dann so toll riecht. Und genau, das waren auch schon die 4 Sachen, die ich bei Action mitgenommen habe. Nur ein kleines Video heute. Ich hoffe aber natürlich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.